Vers 45. So wie Milch durch Säurebildung zu Joghurt wird, aber die Wirkung Joghurt mit ihrer Ursache Milch weder identisch noch von ihr verschieden ist, so wird der urerste Herr Govinda, den ich bewundernd verehre, auf dem Wege der Umwandlung zu Shambhu, um das Werk der Vernichtung zu vollbringen. Erläuterung: Hier wird die wahre Natur Shambhus, der herrschenden Gottheit Maheshadams, beschrieben. Shambhu ist nicht ein zweiter, von Krishna verschiedener höchster Gott. Wer solche Unterschiede macht, begeht ein schweres Vergehen gegen den höchsten Herrn. Die Herrschergewalt Shambhus ist der Macht Govindas untergeordnet. Dennoch sind die beiden nicht wirklich voneinander verschieden. Diese Tatsache verdeutlicht das Beispiel der Milch, die zu Joghurt wird, wenn man sie mit Säure behandelt. In ähnlicher Weise nimmt Gott eine untergeordnete Stellung ein, wenn er durch die Hinzufügung eines bestimmten Wandlungselements eine andere Persönlichkeit annimmt. Diese Persönlichkeit besitzt jedoch keine unabhängige Handlungsfreiheit. Das besagte Wandlungsprinzip besteht aus einer Verbindung der abstumpfenden Eigenschaft der täuschenden Energie, der Unvollständigkeitseigenschaft der marginalen Energie und einem Hauch des ekstatisch bewussten Prinzips der vollständigen spirituellen Energie. Dieses spezifisch abgewandelte Spiegelbild der persönlichen Emanation des göttlichen Prinzips ist Sada Shiva in der Form des strahlenden Männlichkeitssymbol Gottes, nämlich Shambhu, der seinerseits Rudra Deva hervorbringt. Govinda erscheint als Guna Avatara in der Form Shambhus, um als materielle Ursache die weltliche Schöpfung in Gang zu setzen, um dann durch die Vernichtung verschiedener Asuras zu ihrer Erhaltung beizutragen und um mit eigener Hand schließlich die Zerstörung der Welt herbeizuführen. Dieser Shambhu ist ein abgesonderter Teil Govindas, durchdrungen vom Wesen seines persönlichen vollständigen Teils. Er ist auch die Persönlichkeit des Zerstörungsprinzips in Form der Zeit, wie durch Zitate aus den Schriften zu sehen ist, die im Kommentar herangezogen werden. Fußnote 24: Jiva Goswamis Kommentar zur Brahma Samhita. Verse des Bhagavatam, wie zum Beispiel Vaishnavanam, Yatha, Shambhu, wollen darauf hinweisen, dass Shambhu sich nach dem Willen Govindas richtet und zusammen mit seiner Gefährtin Durga Devi durch seine ihm eigene Zeitenergie wirkt. Er lehrt in den verschiedenen Tantra-Shastras, die für Jivas auf unterschiedlichen Stufen des bedingten Daseins bestimmt sind, dass fromme Pflichten, Dharma, die Voraussetzung zur Erlangung spirituellen Dienstes bilden. Fußnote 25: Ergänzende Teile der Veden, die sich mit religiösen Zeremonien befassen. In Klammer Tantra bedeutet Ritual. Dem Willen Govindas gehorsam erhält und fördert Shambhu die Religion reiner Hingabe, indem er die Lehre der Illusion Mayavad und die spekulativen Agama-Shastras verbreitet. Fußnote 26: Indem Shiva die irreführende Lehre des Impersonalismus lehrte, sorgte er dafür, dass sich diese Auffassung nicht mit der Kultur von Bhakti vermischen, sondern als eigenständige Kulte gelehrt wurden.
Die 50 Eigenschaften der individuellen Seelen sind in Shambhu in weit größerem Ausmaß zu finden als in den Jivas, und zusätzlich sind in ihm 5 weitere Eigenschaften teilweise sichtbar, die für die Jivas unerreichbar sind. Folglich kann Shambhu nicht als Jiva bezeichnet werden. Er ist der Herr der Jivas, aber vom Wesen her ist er ein abgesonderter Teil Govindas.